The Photo Dudes. Wahnsinnig ernst. Ja, hey Leute, wir sind wieder, eure Photo Dudes. Und wie ihr seht, wir haben uns heute einen Aushilfsdude dazu geholt. Ja, unser Aushilfsdude, für die, die ihn nicht kennen, es ist Felix Schnabel. Felix Schnabel. Vielleicht willst du mal selber was zu dir? Erzähl was über dich. Ich bin der Felix, ich bin 31 Jahre Hallo alt. Hallo Felix. Hallo. Wir sind hier bei mir daheim auf der Astoria Ranch, wo ich einen Pensionsbetrieb führe, berät Reitstunden und Kurse veranstalte. Und genau, wir hatten heute schon einen coolen Tag. Definitiv. Hinter uns. Und genau, jetzt wurde ich ganz spontan von euch eingeladen, hier bei den Fotodudes mitzumachen. Mhm. Und ich verfolge euch ja sonst auch immer schon und lerne da eifrig dazu. Und jetzt war ich ganz überrumpelt, aber auch ein bisschen stolz, jetzt hier mitmachen zu dürfen. Cool. Ja, wir waren ja heute, also sind heute hier beim Felix auf der Astoria Ranch, weil wir einen Videodreh hatten, gemeinsam mit ihm und der Esther Weber-Vogt. Und wir haben gesagt, wir nutzen die Zeit einfach gleich und binden mal den Felix in unseren nächsten Clip mit ein, weil es auch ein Thema geben wird, über das der Felix mit Sicherheit einiges zu erzählen hat. Ja, das auf jeden Fall. Es geht aber ganz konkret darum, was es einem Trainer, einem Züchter, also jemanden mit einem professionellen, geschäftlichen, kommerziellen Hintergrund bringt, wenn er sich für seine Arbeit Fotografen holt. Mhm. Professionelle Fotografen. So wie zufälligerweise der Stefan und ich. Was? Ihr? Welches sind sie? Nee. Also, ich würde an der Stelle einfach mal direkt gerne an Felix übergeben, weil er ist natürlich als Trainer eine Person, die immer mal wieder Bedarf für gute Fotos und natürlich auch gute Medien an und für sich, sei es jetzt Foto oder Video, immer mal wieder einen Bedarf hat. Ja. Und der Felix hat mit Sicherheit einiges dazu zu erzählen. Ja, Felix? Klar. Also ich arbeite ja mit euch zweien jetzt schon länger zusammen, hauptsächlich mit dem Stefan, weil er einfach hier aus der Nähe kommt und wir auch jetzt schon seit Jahren gut befreundet sind. Tom, dich kenne ich jetzt von den Turnieren. Es war ein saugeiler Tag heute, da machen wir jetzt öfters was zusammen. Ja, und wir haben heute eine Videoproduktion gemacht, da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Weil die Jungs jetzt auch beim Video machen, meiner Meinung nach relativ neu sind, aber ihr hättet sehen sollen, was die da heute alles dabei hatten und was ich schon an Bildmaterial gesehen habe. Das wird geil. Genau. Und jetzt geht es quasi um die Fotos. Ich hatte jetzt mit dem Stefan schon sehr viele Termine hier, wo wir Verkaufspferde fotografiert haben, aber hauptsächlich auch eigene Pferde, mein Hengst, Zuchtstutenporträts wollen wir jetzt noch machen und natürlich auch, was mein Hauptgeschäft ist, die Kunden, die hier sind, die neue Pferde gekauft haben, diese Pferde zu fotografieren und den Kunden einfach auch durch diesen Fototermin nochmal so einen Motivationsschub zu geben. Ja. Wenn man das jetzt als vor manchen Fotoshootings sagt, okay, wir machen jetzt Stopp oder Drehbilder oder auch Bilder in guter Bewegung, wie die Leute einfach davor auch Bock haben, ja, nochmal mehr zu trainieren. Am Stopp noch ein bisschen, dass der Hals schöner kommt. Ja. Im Spin, dass der Zügel ein bisschen länger ist. Solche Sachen, was jetzt mal rein gar nicht so ums Reiten geht, aber man kann es einfach geschickt mit einpacken. Und das ist für mich jetzt hauptsächlich der viel Unterricht und hier auch viele Leute hat mit ihren gekauften Pferden, die da Spaß haben wollen, die ich begleite, Turnier und so weiter. Ja, wo es einfach darum geht, dass die einfach auch mit ihren Pferden schöne Bilder haben, weil wir sind ja alle in Facebook, Instagram, TikTok, schieß mich tot, unterwegs und genau. Und da wollen wir alle schöne Bilder haben. Ne? Wir legen uns bei allem einen Filter drüber und dann würden unsere Pferde mit einem normalen Handy fotografieren. Ja. Sieht einfach nicht so cool aus. Und das ist der Hauptgrund, warum ich mit die zwei Jungs oft hier habe, dass wir da einfach auch Hochglanzbilder machen, dass wir die Qualität zeigen können, mit der wir ja auch arbeiten. Wir haben schöne Pferde, wir haben gut gerittene Pferde und ein verwackeltes Handybild von mir, also sorry, das spiegelt überhaupt nicht das wider, was wir ja hier eigentlich betreiben. Und da müssen wir die Sache einfach gut zu Ende denken und die zwei Jungs mit ins Boot nehmen und sagen, komm, ich versuche da hübsch hier im Kreis zu reiten, du machst ein schönes Foto davon. Passt. Ja, cool. Genau. Verkaufsbilder. Mhm. Ich als Selbstreiter, ich sehe oft, wenn ich mal in Plattformen unterwegs bin, wie zum Beispiel eHorses. Ich bleibe eher auf den Anzeigen hängen, wo mir die Bilder taugen, also die professionell geschossen wurden, wo quasi die Conformation, also der Körperbau komplett dargestellt ist und korrekt dargestellt ist. Ja. Das würde ja, ich sag jetzt mal, dir als Trainer, wenn du einen Kunde hast, der ein Pferd sucht, auch eher zutreffen, oder?
Ja, definitiv. Ich habe auch schon auch selbst Pferde verkauft mit irgendwelchen verwackelten Handybildern. Da war ich dann zu nah an der Hinterhand. Das Ding hatte so einen riesen Po auf dem Foto und so einen dünnen Hals dann am Ende. Ja. Oder ja, ich habe halt einfach die gegen die Sonne fotografiert. Du hast dann quasi die Sonne gesehen und irgendwo was schattenmäßig, was nach Pferd aussah. Ja, einfach nicht das, wie wir die Pferde zeigen wollen, wie sie aussehen. Und dann wollen wir auch noch Geld dafür haben, aber haben ein Foto abgeliefert, was einfach nicht der Punkt ist. Ja. Und der Tom sitzt an seiner Handbewegung. Ja, das ist der springende Punkt. Felix hat es jetzt angesprochen. Er hat jetzt gesagt, wir wollen Geld dafür haben. Ist auch vollkommen richtig. Das Pferd ist mit Sicherheit, ich nenne jetzt mal eine Zahl, 12, 13, 15.000 Euro wert, mit Sicherheit. Standardpreis. Ja. Aber warum geht man dann her und präsentiert das Pferd minderwertig durch schlechte Fotos? Gehen wir mal wirklich von diesen 15.000 Euro aus, die du für dein Verkaufspferd jetzt verlangen wirst. Ja. Warum machst du deine Bilder so aus der Hüfte geschossen mit dem Smartphone selbst und nimmst nicht einfach diese 170, 200 Euro, whatever, in die Hand und holst dir einen professionellen Fotografen? Ich meine, das müssen jetzt nicht der Kunz und der Hautmann sein, da gibt es auch viele andere tolle Pferdefotografen da draußen, aber wir sollten es sein, wenn er mich fragt. Natürlich. Ja. Nee. Aber überlege mal, also dieser Vergleich, dass man sagt, pass auf, ich investiere jetzt 200 Euro dafür, dass ich ordentliche Bilder habe und meinem Pferd in den Annoncen einfach geil präsentieren kann und hole aber dann 15.000 Euro raus. Ja. Und krieg absolut geile oder Bilder. Du kriegst jetzt auch überhaupt erstmal die Leute, die müssen ja erstmal auf diesem Foto hängen bleiben. Das ist es. Dann bist du da in der Liste mit 20 Pferden, davon sind zwei gut fotografiert. Ja, was gucke ich mir an? Die gut fotografierten, weil wir einfach auch, so ist der Mensch, der guckt sich gerne die schönen Sachen ist an. So. Genau. Ist definitiv so. Getriggert dadurch. Ja. Man muss es auch nochmal von der Richtung her sehen. Die Wahrscheinlichkeit für Anfragen auf eine Verkaufsanzeige steigt ja auch, wenn man bei den Bildern hängen bleibt. Richtig. Die triggern einen, die ziehen einen in die Anzeige rein und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Anfragen kommen und somit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert, was sich jeder Pferdebesitzer, der sein Pferd verkauft, auch wünscht. Nämlich, dass das Pferd in gute Hände geht. Mhm. Ja. Ja. Und zu all dem führen gute Fotos. Gute Fotos. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wenn ihr professionelle Fotos habt, ihr, sagen wir jetzt mal, von den 12.000 Euro, die ihr euch wünscht, 1.000, 2.000 Euro noch mal draufpacken könnt, weil einfach wirklich mehr Publikum da ist und auch Publikum, die dann bereit sind, das Geld zu zahlen eben, weil es einfach einen professionellen Charakter hat, wenn man Pferd so anbietet. Du kriegst das Geld, was man in euch investiert, wenn alles passt, kriegst du das Geld wieder raus. Das schlägst du einfach, das ist jetzt aus Verkäufersicht gesprochen, das schlägt man vorher drauf, aber ja, es ist ja jetzt nicht gestohlenes Geld, sondern Achtung, ich gehe nämlich auch noch so weit, habe ich auch schon bei manchen Verkaufspferden gemacht. Ich habe dann Fotos gehabt vom Stefan und habe die dann einfach nochmal den Leuten als richtig cooles Bild mit der besten Qualität von ihm bestellt. Ausgedruckt, schönes Format, Bilderrahmen meist nicht dazu, ne, weil man muss ja auch noch von was leben. Aber, aber du gibst das den Leuten mit dazu. Die haben da ihr neues Pferd in der Hand und auch noch ein tolles Bild und können sich gleich ins Wohnzimmer hängen. Ja, cool, da freuen die sich. Und das wiederum ist fast unbezahlbar, weil die einfach sich dann auch als Kunde wertgeschätzt fühlen. Richtig. Und nicht nur du, hier, dein Pferd, gib die Kohle her, sondern nein, du gibst einfach noch ein Bild dazu. Das hat einfach nochmal einen professionelleren Charakter. Auf jeden Fall. Ja, richtig. Ich kenne das zum Beispiel von Hundezüchtern. Das machen Hundezüchter machen das gerne, wenn sie ihren Welpenwurf quasi an den neuen Besitzer übergeben. Die holen sich vor den Übergabetermin, holen sich den Fotografen, lassen den ganzen Wurf durchfotografieren. Richtig schicke Puppy-Pics, ja, super cool. Und wenn dann der neue Besitzer den Hund abholt, kriegt er ein tolles Bild, eingerahmt. Und den Hund. Meistens. Der ist ein Bild von deinem Hund. Der ist ein Bild von deinem Hund. Der Hund bleibt hier. Genau. Ja, genau. Also das ist auch cool. Also wenn du jetzt zum Beispiel Züchter bist, überleg dir mal das, wie cool das kommt, bei den Leuten, so wie es der Felix macht, wenn er einen Verkaufspferd hat, dass der Steffen fotografiert hat, wenn du dann noch ein Bild übergibst, das macht so gut wie niemand. So gut wie niemand macht das. Das ist somit bleibst du zusätzlich in Erinnerung. Nicht nur über die Qualität deines Pferdes, das du gezüchtet hast, sondern auch über diese Herzlichkeit, die du noch
mitschenkst. Wichtiger Punkt, gerade bei uns im Geschäft, einfach nochmal dieser persönliche Kontakt und nicht einfach nur ein Viehhandel, was es ja mehr oder weniger ist. Nein, das sind ja unsere Lieblinge. Wir geben einen Haufen Geld für die aus. Ja. Wir sind da dahinter, dass die gut aussehen. Deswegen, ja, es führt kein Weg dran vorbei. Nicht wirklich. Ja. Meiner Meinung nach. Nee. Das müssten noch viel, viel mehr Leute begreifen einfach. Mhm. Es geht jetzt nicht darum, dass der Stefan und ich hier irgendwie Umsätze abgreifen oder sonst was. Darauf kommt es überhaupt nicht drauf an. Es geht uns wirklich auch mitunter um euch. Ja? Dass ihr so ein bisschen sensibilisiert werdet dafür, dass Qualität mehr bringt, zielführender ist und ihr schneller, vor allem schneller ans Ziel kommt in diesem speziellen Fall. Und weil wir auch qualitativ hochwertige Pferde haben wollen, dann muss das von A bis Z durchgehen. Und wir fangen nicht bei A an und hören irgendwo in der Mitte auf, weil wir dann sagen, ja gut, ach, komm, das Foto ist doch egal. Die kommen doch dann eh, die sehen das ja dann in echt. Genau. Nee, das ist dieses Fotoshooting. Ich meine, ich habe vorhin gesehen, was ihr da alles ausgepackt habt. Ihr hattet zwei Autos voll für Video. Und wir haben nicht mal ein Pferd fotografiert, einfach nur für die Videoproduktion und für dieses Rumsitzen jetzt hier mitten auf dem Reitplatz. Ja, was das für ein technischer Aufwand ist. Und ja, klar, das, anders geht's nicht. Das kannst du mit keiner Handykamera vergleichen, was hier im Hintergrund rumsteht. Richtig. Auch an Werten finanziell gesehen. Ja. Deswegen dürfen die Bilder natürlich auch ein paar Mark 50 kosten. Die zwei Jungs leben davon, die haben eine krasse Ausrüstung, die nehmen sich Zeit. Du bist 2,5 Stunden hergefahren, du bist jetzt ein bisschen weiter weggezogen, du brauchst eine Stunde jetzt hierher. Ja, mein Gott, die müssen auch von was leben. Und das Geld ist mehr wie gerechtfertigt. Denke ich auch. Danke. Denke ich auch. Aber nicht auf erhöhen jetzt, dann wünsche ich euch Lob. Wir erhöhen nicht, wir passen an. Das muss man in Einstellung auch kleiner Marketing-Trick. Erhöht eure Preise nicht, passt eure Preise an. Aber nie nach unten. Nee, never. Wir sind ja nicht doof. Nee, okay, cool. Ja, ja, gibt's von eurer Seite noch irgendwas zu sagen zu diesem coolen ich Thema? Ich habe jetzt lang genug Thema. Hier referiert. Ja. Sehr cool. Ja, dann nehmt ihr das einfach mal mit. Macht euch Gedanken drüber. Qualität zählt einfach, Qualität ist wichtig, bringt euch weiter, bringt euch voran. Und ich hätte jetzt mal nur eine Frage, bevor wir das abschließen. Wie hat er sich geschlagen, der Aushilfsdude? Oh. Schreibt das mal einfach gerne in die Kommentare unten rein oder auch unter dem Facebook-Link, schreibt das mal rein hier so. Wie sich der Felix als Aushilfsdude heute mal so geschlagen hat. Mhm. Felix, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich danke euch, dass ihr euch den Tag heute Zeit genommen habt. Vor allem so spontan. Soll ich den Hut aufsetzen? Ja, natürlich. Also, ich war überrumpelt. Ich bin jetzt auch froh, wenn wir jetzt gleich durch sind, weil ich schwitze ein bisschen, weil ich leicht nervös bin. Aber hat mir ja keiner vorher gesagt, dass ich jetzt bei den Fotodudes dabei bin. Sondern ich habe heute Nacht wahrscheinlich nicht geschlafen. Das ist geil. Ja, sehr cool. Also, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Schaut beim nächsten Mal auch wieder vorbei und perfekt. Bleibt uns nur eins zu sagen. Danke euch. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.